Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer Supplau von ps5.de und das ist eine R2-D2-Einheit aus dem Jahre 82, 83, wie aus dem Star Wars Battlefront Trailer und meine ist ein bisschen besser erhalten. Viel Spaß bei dem Video jetzt. So meine Freunde, dann wollen wir auch mal anfangen, dieses schöne Headset mal ein bisschen genauer zu betrachten. Das Star Wars X-Wing Pilot Headset von Turtle Beach. Vielen Dank nochmal an Turtle Beach, dass ihr mir das zur Verfügung gestellt habt. Ich als riesen Star Wars Fan bin natürlich begeistert, doch wird es meinen Ansprüchen gerecht? Wird es den Ansprüchen eines Star Wars Fans gerecht? Wird es den Ansprüchen eines Gamers gerecht? Das klären wir jetzt in diesem Review-Video. Eine schriftliche Review wird es auch geben, die ist dann unten verlinkt. Schaut einfach mal rein, falls sie noch nicht online sein sollte und jetzt geht's los. Ich glaube, wir sind verloren. Nein, solange die keine riesigen Roboterkamele haben, schaffen wir das. Ach, Jim. Roboterkamele. So, und hier haben wir das gute Stück, ne, das X-Wing-Headset. Ihr seht, es ist in so ein Orange. Das hat damit zu tun, dass halt die Rebellenallianz, die Piloten, die X-Wing-Piloten quasi im orangen Dress unterwegs sind. Und deswegen ist diese Farbe auch orange. Also daher passt das schon ganz gut. Wir sehen hier das Emblem, das Rebellenzeichen, das Allianzzeichen mehr oder weniger. Hier auch. In der Innenmuschel, ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt, ansonsten blende ich es gleich nochmal ein. Seht ihr auch Turtle Beach-Zeichen, X-Wing-Zeichen und sowas. Das finde ich ziemlich cool. Das ist ein schönes Gimmick. Die Verarbeitung hier, ne, ihr könnt es hier ein- und rausrasten. Das wirkt optisch auf nahe Entfernung ein bisschen billig plastikmäßig, muss man sagen. Aber dazu kommen wir gleich. Die Ohrmuscheln sind völlig in Ordnung. Ich habe das Gerät mehrmals 3-4 Stunden auf dem Kopf gehabt und habe nichts gemerkt. Und da ist mir auch was klar geworden und zwar. Und zwar ist mir klar geworden, dass dieses Headset unglaublich leicht ist. Ich habe, glaube ich, noch niemals so ein leichtes Headset in den Händen gehalten. Es ist unglaublich leicht und daher wahrscheinlich auch die Verarbeitung. Die Verarbeitung sieht gar nicht mal so billig aus auf der Distanz, aber halt, wenn man ein bisschen näher rangeht, dann wirkt es doch ein bisschen plastikartig. Das ist aber auch wahrscheinlich der Sache geschuldet, einfach, dass hier das Headset unglaublich leicht ist und halt aber auch stabil verarbeitet wurde. Das finde ich schon ziemlich krass, muss ich sagen. Und wie gesagt, die Ohrmuscheln sind top, das Gummi hier ist top, da kann man wirklich nichts gegen sagen. Und daher sage ich einfach mal, okay, die haben halt das Headset ein wenig leichter gemacht und dann halt sieht es halt natürlich nicht so robust aus wie so ein 300-Euro Headset. Dafür muss ich auch immer wieder sagen, SteelSeries, cooles Headset, gar keine Frage, aber das Mikrofon ist absolute Scheiße. Und da muss man hier auf jeden Fall Turtle Beach mal loben. Und zwar dieses unscheinbare Mikrofon, gleich gibt mein Lichtschwert um, was optisch jetzt hier mit dem Popschutz hier nicht so toll aussieht, aber dieses Mikrofon, was dann hier herangestöpselt wird, das geht eigentlich relativ einfach, außer wenn es der klassische Vorführeffekt ist. So. Dieses Mikrofon hört sich unglaublich gut an. Ich habe das von mehreren Leuten gehört, bei Partychats und sowas. Sie meinten, du klingst damit richtig klar, es hört sich super an und man hört sogar deine Frau atmen, die irgendwie ein paar Meter weiter sitzt. Das ist wirklich heftig und ich muss sagen, ich habe meine Aufnahme auch gehört damit und ja, es ist Wahnsinn. Also das ist wirklich mit eins der besten Mikrofone, die ich in letzter Zeit hatte an Headsets und ein klarer Pluspunkt. Dieses Schaumding hier, oh mein Gott, okay, es sieht jetzt nicht so toll aus, aber das ist doch egal. Ganz ehrlich, das ist egal. Super genial. Also fassen wir mal diese Punkte erstmal zusammen. Ohrmuscheln, völlig in Ordnung, geht klar. Es ist sehr, sehr leicht. Es wirkt auf der nahen Distanz. Es wirkt von nahen ein wenig billig, aber ist noch völlig in Ordnung. Da habe ich auch schon andere Headsets gesehen. Es ist super schön designt in Star Wars Look. Ja, ihr seht das ja hier alles mit so richtig schöner Star Wars Schrift und alles. Das ist super. Für Star Wars Fans super geeignet. Doch, jetzt kommen wir mal zu dem wichtigen Punkt. Und zwar, wie sieht es mit der Technik aus? Was für eine Power hat dieses Gerät? Und ist dieser Schieber wirklich ein bisschen blöd? Das klären wir jetzt. Hey, imperiale Flotte! Jetzt gibt's gleich einen auf den Sack! Man muss dazu sagen, ich habe wirklich dieses Mikrofon gelobt und das lobe ich auch wirklich. Ne? Ihr könnt es ja auch biegen und sowas. Aber nun gehen wir mal zu diesem Schieber. Ihr kennt das ja, ne? Mute, nicht mute und sowas. Hier ein bisschen laut und leise. Ich muss sagen, dieser Schieber gefällt mir so mittelmäßig. Ich finde ihn ein bisschen zu klein und ein wenig friemelig und deswegen hatte ich auch hin und wieder mal Probleme mit dem Laut und Leise. Wahrscheinlich ist es auch eine Sache der Gewohnheit. Man muss auch sagen, an der Stelle die anderen Kopfhörer, die direkt an den Controller angeschlossen werden, ne, das ist ja ein Kabel-Headset, ne, das sieht dann hier so aus. Die haben teilweise noch einen schlechteren Regler, daher geht das auch völlig noch in Ordnung für mich. So, jetzt kommen wir aber mal auf die Qualität an. Was bietet dieses Headset eigentlich? Ist es Stereo? Ist es Dolby Surround? Ist es dies und das? Naja, es ist natürlich kein Dolby Surround, das ist ja klar. Ne? Also Dolby Surround müsste man ja dann auch anschließen und sowas, das ist es nicht. Ich weiß auch nicht wirklich, ob es ein Stereo-Headset ist. Turtle Beach verkauft es mit einer gewissen Strategie und zwar nennen sie dieses Teil
Turtle Beach sagt dazu, es ist ein Neon-Dim-Treiber, der halt wirklich die Bässe und die Höhen so richtig schön abspielt, was ich auf jeden Fall auch bestätigen kann. Der Sound ist erstklassig, Leute. Es ist wirklich erstklassig. Ich habe Headsets im Bereich von 50 Euro getestet, die kommen nicht ansatzweise dran. Ich habe Headsets im Bereich von 150 Euro getestet, die kamen auch nicht dran. Woran liegt das? Ich denke mal einfach, das liegt an Turtle Beach. Turtle Beach hat eigentlich sehr, sehr gute Erfahrungen im Bereich Headsets. Die haben wirklich ihre Erfahrung reinfließen lassen und das finde ich halt wirklich genial für dieses Headset. Also der Sound geht auf jeden Fall klar, es hört sich super gut an. Du hörst alle möglichen Höhen, Tiefen, Schnee und dies, das, jenes. Und spätestens dann, wenn Star Wars Battlefront rauskommt, wird es richtig krachen. Doch nun kommen wir mal zum Preis, das ist ja auch so ein Thema. Der Preis ist momentan, meine ich, 70 Euro. Sind 70 Euro für dieses Headset gerechtfertigt? Ich sage jein. Für einen Star Wars Fan auf jeden Fall, weil das einfach auch wahrscheinlich ein Headset sein wird, was es nicht ewig auf dem Markt geben wird. Und halt dieses schöne Design und dieses, ne, das hat schon was. Das macht einen Star Wars Fan glücklich. Ich bin ein Star Wars Fan, deswegen würde ich es mir so oder so kaufen. Und wenn, beziehungsweise ich würde es mir kaufen, wenn ich weiß, dass der Klang und dass die Qualität des Mikrofons stimmt und dass einigermaßen die Verarbeitungsqualität stimmt. Das ist hier auf jeden Fall gegeben, die Verarbeitungsqualität stimmt. Ich würde die Verarbeitung wirklich, wir geben ja immer Sterne, Verarbeitung würde ich sagen 3 von 5 Sternen, Mikrofon 4,5 von 5 Sternen und Sound auch 4,5 von 5 Sternen. Und dann im Endeffekt kann ich sagen, wow, das sind auf jeden Fall locker 4 Sterne, das kann ich mir holen, da werde ich nicht irgendwie so ein absolutes beschissenes Headset kriegen, nur wo Star Wars draufsteht. Weil man muss natürlich aufpassen, dieses Jahr kommt der Star Wars Film in die Kinos, wahrscheinlich wird es das größte Star Wars Jahr werden, was es jemals gab. Da muss man natürlich auch aufpassen, dass man sich nicht irgend so einen Schwachsinn kauft. No comment. Nein, ich war sehr überrascht von der Audioqualität und dem Mikrofon, wie die Sprachqualität ist. Die Sache von wegen, dass es ein bisschen auf Nahentfernung billig wirkt, ist halt was geschuldet, dass es ultra leicht ist. Wie gesagt, es ist heftig leicht. Ich kann es gar nicht wiedergeben. Und dafür, dass es so leicht ist und so dünn ist, ist es super verarbeitet. Kann man ehrlich sagen. Ich hatte es, wie gesagt, mehrere Stunden auf dem Kopf. Es gab gar keine Probleme. Im Lieferumfang ist nicht wirklich nochmal was vorhanden. Ein Aufkleber von Turtle Beach, den man sich irgendwo hinpacken kann. Das ist auch ganz gut. Ich habe dann mit Disney Infinity gespielt und Assassin's Creed Syndicate und Battlefront konnte ich nochmal ganz kurz spielen und Battlefield konnte ich spielen und wie gesagt, ich kann euch wirklich 100% sagen, der Sound geht klar. Was den Preis, wie gesagt, angeht, 70 Euro, ich halte das für okay. Ich hatte ja vorhin gesagt, für einen Star Wars Fan absolut empfehlenswert, für Leute, die sich ein preisgünstigeres Turtle Beach holen wollen, aber dann Turtle Beach Kopfhörer holen wollen. Nehmt das hier, es kommen aber auch noch andere Kopfhörer raus. Ich glaube, von Star Wars Battlefront kommt noch was raus, muss ich mal gucken. Setze ich mich mal mit Turtle Beach noch in Kontakt. Es ist jetzt so, Paul, du redest. Komm, stehst du wirklich dahinter? Ich sage ja. Ich habe auch Kopfhörer bekommen vor kurzem, die wirklich etwas teurer waren und davon wird es kein Video geben, weil ich das zurückgeschickt habe. Ich habe gesagt, nein, Leute, tut mir leid, das geht gar nicht klar. Ich kann da nichts irgendwie meinen Lesern oder unseren Lesern irgendwie auftischen. Hier kann ich wirklich sagen, ja. Der einzige Kritikpunkt, es wirkt, wie gesagt, ne? Aber sonst super verarbeitet. Es fühlt sich sehr, sehr gut an. Der Preis 70 Euro ist okay für so ein cooles Gaming-Headset. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen. Und es tut mir leid, meine Stimme ist ein bisschen kaputt in letzter Zeit. Eine schriftliche, ausführliche Review findet ihr unten in der Beschreibung. Schaut sie euch mal an. Mein Name ist Supro, besucht psfilmfe.de und haut sie rein. Und möge die Macht mit euch sein. Das ist auch nicht besser.